Inspektionen, Frontlader anbauen oder den Mähdrescher inspizieren. Für Robert Leon Pomarene ist jeder Handgriff neu. Trotzdem packt er tatkräftig mit an. Doch die Technik ist nicht das Einzige, was der 16-jährige Schüler bei seinem Agrarwiss-Praktikum in Schladen kennenlernen will. Ihn interessiert auch die deutsche Arbeitsweise. Denn Robert Leon Pomarene lebt in Afrika. Ich komme aus Harare, Simbabwe. Ich wohne da jetzt seit 7 Jahren. Und meine Familie wohnt hier in Oud-Friesen, das ist ein paar Kilometer weiter runter. Und ja, mein Onkel hat einen Betrieb in Oud-Friesen und er ist Kunde hier bei Agrarwiss Technik. Und deswegen kam ich dann hier hin und habe ein Praktikum hier gemacht. Da der Schüler einer internationalen Schule später einmal in Deutschland studieren möchte, ist er an allem, was Land und Leute betrifft, interessiert. Ich war hier auch bei Agrarwiss und habe ein Praktikum gemacht, weil ich einfach die deutsche Technik ein bisschen näher kommen wollte und mal sehen, wie die Deutschen auch in den Firmen hier halt arbeiten und nicht jetzt Afrika kenne ich ja schon, ich wohne ja mein ganzes Leben da fast schon. Ich wollte auch nochmal nach Deutschland kommen und hier ein bisschen was lernen über Deutschland, weil ich hier noch kaum gewohnt habe. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen Erfahrung für mich selbst kriegen, bevor ich hier nochmal zurückkomme zum Studieren. In insgesamt 5 Ländern, darunter Thailand, Malawi und Uganda, hat er mit seinen Eltern, die Entwicklungshelfer sind, bereits gewohnt. Trotzdem reizt ihn Deutschland, seine Heimat, wie er selber sagt, besonders. In Afrika gibt es kaum Plätze oder Firmen, wo man eigentlich Praktikum machen kann. Und deswegen bin ich dann nach Deutschland gekommen und habe ein freiwilliges Praktikum hier bei Agrarwiss gemacht, weil ich fand das einfach mal sehr interessant, ein bisschen Arbeitserfahrung zu kriegen, bevor ich jetzt wieder studieren gehe oder wieder in die Schule gehe.